Ein starkes Team und die Wochen der Entscheidungen. Aufstieg, Pokalfinale, Meisterschaft. Im Frühjahr ist noch alles möglich. Haut alles rein, holt euch die nächste Runde. Okay. Ständig neue Reize, auch im Training. Spezialeinheit mit Walkie-Talkie. Big Brother is hearing you. Bei Gewinnspiel beim Verschieben Annika mitnehmen. Ja. Im Alltag wartet für viele noch ein Job. Jenny vermittelt als Athletenmanagerin Stipendien. Und dann erstelle ich dann auch die WhatsApp-Gruppe, die gemeinsam, und dann beginnen wir dann gleich nächste Woche mit einem EG. Tränen, Titel, Träume. Die Frauen von RB Leipzig. Das große Finale. Es ist März geworden. Kommt ihr rüber? Heute steht eine ganz besondere Trainingseinheit an. Okay, Mills. Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir uns jetzt heute früher treffen. Ihr bekommt jetzt gleich Westen. Der Hintergedanke ist der, wir wollen heute im Training die Kommunikation aufzeichnen. Ja, es war jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder ein Thema, sowohl untereinander als auch zwischen Spielerinnen und Trainerteam. Da hatten wir dann auch über Möglichkeiten gesprochen und heute probieren wir mal eine Möglichkeit aus. Ja, mit den Jungs, die gleich ein bisschen was erzählen werden aus Dänemark. This is the vest you will carry and you will have the device here. And first of all you probably say, okay, we cannot play with this on the chest, but when you just move along, it's okay. And when you put this on, be sure that the screen is on. You're all good. Okay, perfekt. Good. Ist komisch. Der Kopf alles vibriert irgendwas. Aber ein bisschen. Wenn du scheiße bist, dann schau. Lauf schneller. Man hatte zumindest das Gefühl, man müsste aufpassen, was man sagt, weil das wird ja alles gehört. Und nicht, dass man irgendwas sagt, was jetzt unangebracht ist oder so, aber man fühlt sich halt einfach nochmal auf einem anderen Level irgendwie überwacht. Heute können im Training alle miteinander kommunizieren. Annika, hörst du mich? Okay, gehen wir schneller zum Ausgangspunkt. Trainer Usun kann auswählen, mit wem er sprechen will. Fred, ein bisschen weiter runter. Sehr gut. Ein Vorteil? Während der laufenden Trainingseinheit kann Usun in Ruhe Anweisungen geben, ohne die Spielform zu unterbrechen. Vicky, im Ballgewinnspiel beim Verschieben Annika mitnehmen. Ja. Medi, geh hinter die Kette, Tiefe halten. Aus dem Deckungsschatten raus. Position anpassen, komm rein ins Zentrum. Komm ins Zentrum rein. Mach Druck. Rückpass zu, ja. Was kannst du in der Situation tun, wenn Jana den Ball hat? Druck machen, ja. Vicky, was gibt's da zu lachen? Ich musste nur gerade lachen. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ja, ich muss nur lachen, weil du gesagt hast, gerade hörst du mich. Du musst dich kurz lächeln. Ach so, okay. Die Aktion hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Alle Aufnahmen werden später ausgewertet. Ja, es gibt Untersuchungen zu diesem Thema, wo sie festgestellt haben, dass die Teams, die gewinnen oder häufig gewinnen, sind die, die mehr miteinander sprechen. Und natürlich ist nicht nur die Quantität ausschlaggebend, weil wenn du mehr sprichst, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass du dann auch gut miteinander sprichst, sondern auch qualitativ. Die Tests halten Trainer Usun nicht davon ab, seinem Team auch heute alles abzuverlangen. Mills, das ist jetzt voll intensiv. Das ist jetzt klar, dass das anstrengend ist. Ja? Aber genau darum geht's. Genau da wollen wir auch reinkommen. Und genau an dem Punkt müssen wir jetzt auch weitermachen. Ja? Nochmal, weiter in dem nächsten Durchgang an die 100% kommen. Im nächsten Durchgang an die so nah wie möglich. Und dann haben wir auch den Trainingseffekt. Genau da geht's jetzt rein. Das ballert voll rein. Und genau so muss es auch sein. Okay? So weitermachen. Die meisten Spielerinnen üben nebenbei einen Beruf aus. Jenny Hipp vermittelt für eine Agentur Fußballstipendien in den USA. Die Arbeitswoche beginnt mit einem Videomeeting. Moin Jenny, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut. Und selbst? Ja, soweit. Wochenende ganz gut gewesen, habe ich gesehen, ne? Ja, wir haben 3-0 gewonnen. Die Haupttribüne war komplett ausverkauft. Also da kam keiner mehr hoch bei der Tageskasse dann. Heute hat der Chef eine neue Kandidatin, die Jenny betreuen soll. Studienfachrichtung, hatte sie dir da was mitgegeben oder? Offen bisher. Geht wahrscheinlich in Richtung Wirtschaft. Kennst du ja undecided mit vielleicht auch Richtung Wirtschaft. Ja, okay. Und Emilias Eltern, wollen die in den Prozess mit eingebunden werden oder wie sieht es da aus? Unbedingt. Papa. Dem Papa. Ja. Ja, okay, sehr gut. Dann erstelle ich dann auch die WhatsApp-Gruppe, die gemeinsame, und dann beginnen wir dann gleich nächste Woche mit einem EG. Genau. Aber hört sich ja erstmal top an, wenn Videomaterial vorhanden ist, dann können wir damit direkt starten. Die nächsten Schritte? Dokumente sammeln, Fristen beachten, ein College finden. Oft betreut Jenny Spielerinnen, die sie kennt. Ich arbeite jetzt seit 2021 für Scholarbook und es gab immer wieder Spielerinnen, die tatsächlich in der gleichen Liga auch wie ich spielen, in der zweiten Frauen-Bundesliga. Das ist einfach schön, weil man dann doch merkt, okay, wir sind zwar Gegenspieler, aber wir haben die gleichen Träume, sage ich mal, die gleichen Bedenken und Ängste auch, die dann auf einen zukommen. Weil durch den Frauenfußball allein kannst du dich nicht die nächsten Jahre versorgen. Also es ist ja kein Geheimnis, leider. Jenny hat einst selbst an so einem Programm teilgenommen. 4 Jahre lang lebte sie in Massachusetts, studierte Soziologie und spielte Fußball. Also im Vergleich mit Deutschland ist der Hype einfach ein ganz anderer. Also da ist wirklich jeder Spieltag ist da quasi ein eigener Festtag, würde ich sagen. Zum Einlaufen wird jede Spielerin einzeln aufgerufen und auf den Platz quasi gerannt dann. In Amerika ging es darum, das auch zu genießen. Und ich glaube, das war was ich jetzt auch mit nach Deutschland genommen habe. Einfach jeden Spieltag auch zu genießen, weil du nie auch weißt, wann es dein letzter ist. Jenny weiß, wovon sie spricht. In der Vorsaison zog sie sich in der Vorbereitung eine Kopfverletzung zu. Was zunächst harmlos aussah, zwang sie zu einer monatelangen Pause. Am Ende stellte sich heraus, dass das eine Sache von 6-7 Monaten wird. Und in der Zeit ging es darum, ja, nicht die Hoffnung zu verlieren. Da habe ich natürlich auch erlebt, wie es sein kann, wenn es gerade nicht läuft. Und dann jetzt an diesem Punkt zu sein, wo es jetzt wirklich seit Wochen gut läuft, ich glaube, da weiß man das umso mehr zu schätzen. In dieser Saison stand Jenny fast in jedem Spiel auf dem Feld, ist hinter Vanessa Fudala die torgefährlichste Spielerin. April. Das Pokal-Halbfinale wird schon vor Anpfiff zu einem historischen Tag. Denn am Nachmittag hat Aufstiegskonkurrent Gütersloh verloren. RB ist aufgestiegen. Ich habe das auch schon daheim alle verfolgt und dann gesehen und war natürlich glücklich, aber da wir halt wussten, dass wir ein wichtiges Spiel vor uns haben, war das halt für uns erstmal zweitrangig. Das war aber ganz komisch, weil irgendwie hast du dir vorgestellt, dass du irgendwie aufs Feld rennst und es ist super emotional und dann steigst du halt so auf. Das war einfach nicht, damit hat man einfach nicht gerechnet. Trotzdem war es mega, mega schön. Das große Ziel ist erreicht. Doch jetzt brauchen die Frauen den Fokus auf das Pokal-Halbfinale. Was bedeutet dieses Bild für uns, für heute? Was ist die Relevanz davon für heute? Dafür haben wir gearbeitet und können jetzt völlig befreit aufspielen. Genießen, mitnehmen und alles reinknallen. Alles, was wir haben. Und damit meine ich auch alle, die wir haben. Auch alle, die nicht heute von Anfang an spielen. Scheißegal, ihr seid bereit. Wenn wir wechseln, dann seid ihr da. Unsere Gamechanger sind ready. Wir verändern das Spiel positiv. Jede muss da sein heute und jede muss brennen, pushen, gegenseitig vorantreiben. Und wenn wir das machen und alles reinhauen, dann haben wir alles gegeben, was wir tun können. Genießt es und holt das Beste daraus raus. Das Stadion am Kotterweg ist wieder ausverkauft. 1.800 Zuschauer. RB hat an gleicher Stelle schon die Erstligisten Frankfurt und Essen aus dem Wettbewerb gekegelt. Noch ein Sieg heute und sie stehen im Finale von Köln vor 44.000 Zuschauern. Kimmels, erinnert euch dran, als wir
im Achtelfinale gegen Frankfurt in der Kabine drüben waren und vor dem Spiel gesagt haben, wir haben nur was zu gewinnen. Die Fans sind jetzt da draußen, die ihr gewonnen habt, die warten auf euch. Ja, die Bälle, die wir gewinnen können, sind auch wieder da. Die Zweikämpfe, die wir gewinnen können, sind auch wieder da. Und das Wichtigste, das Spiel, das wir gewinnen können, ist auch da. Und dafür werden wir alles in die Waagschale werfen. Und denkt dran, wir spielen mit Herz, aber mit Verstand. Wir bleiben cool, abgezockt, reif. Und egal, wie das ganze Ding hier ausgeht, wir sind so stolz auf euch. Ihr habt uns alle so stolz gemacht und habt uns diese Momente erleben lassen. Wirklich, Dankeschön von Herzen. Haut alles rein, holt euch die nächste Runde. Okay. Diesmal wird RB nicht mehr unterschätzt. Leipzig kommt nur vereinzelt vors Tor der Freiburgerinnen. Wirklich gefährlich wird es nicht. In den anderen Spielen hatten wir das Gefühl, wir hatten nicht wirklich was zu verlieren. Wir sind der Underdog und dann hat man vielleicht doch was zu verlieren. Und das war der Einzug ins Finale. Das war dann so mit so ein Ausschlagpunkt, wo mir im Vorfeld schon klar war, dass das wird gar nicht so einfach, das wird schwer. Und das hat sich dann auch im Spiel gezeigt, vor allem in der ersten Hälfte. Der wird richtig gefährlich! Steuerwald! Kaikchi. Auch der gefährlich! Auf der Linie Mauli und nochmal Freiburg! Felde! Nur mit etwas Glück geht Leipzig mit einem 0:0 in die Pause. Die Hoffnung auf die große Sensation lebt weiter. Da sind die Wege natürlich. Die brutalen Wege. Rein oder raus? Du musst jetzt noch mehr gehen, okay? Ja. Warum sieht es so aus, dass wir einen Schritt schneller sein müssen? Weil? Was ist nicht gegeben? Die Kompaktheit ist nicht gegeben. Dadurch werden die Wege extrem weit. Und? Ja, die schenken uns natürlich nichts, seht ihr. Das ist klar. Ja? Und jetzt haben wir vielleicht eine Halbzeit gebraucht, um das mal so ein bisschen zu bemerken, dass die schon auch auf Zack sind. Ja? Bedeutet, Zentrum schließen, okay, wir müssen hier diesen Block müssen wir enger halten. Hier diesen Block und auch diesen Block enger halten. Ja? Und wer muss jetzt die 6 zumachen? Eine der Spitzen. Sonst funktioniert es nicht. Wir brauchen alle 11 Spielerinnen, um das hinzukriegen. Dann kompakt, dann Ball gewinnen. Das ist eine interessante Aufgabe für uns. Ja? An der können wir einfach nur wachsen. Das müssen wir jetzt einfach annehmen. Die Themen haben wir angesprochen. Jetzt gilt es, sich wieder aufzurichten. Und Mils, von der ersten Sekunde packt noch ein bisschen mehr Aggressivität rein. Noch ein bisschen giftiger, dalliger. Komm, auf! Die Umstellungen machen sich bezahlt. RB ist in der zweiten Halbzeit auf Augenhöhe mit dem Tabellensechsten der ersten Liga. Mit zunehmendem Spielverlauf haben wir es dann selber geschafft, immer mehr Entlastungsangriffe dann auch zu bewerkstelligen. Und mein Denken war dann tatsächlich, okay, wenn das jetzt in die Verlängerung geht, dann wird unsere Chance größer von Minute zu Minute. Ich bin irgendwie schon in die Erwartungszeit gegangen, okay, wir gehen definitiv in die Verlängerung und kommen dann auch zum Elfmeterschießen. Doch 2 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit geschieht etwas Unvorhersehbares. Boah. Ich glaube tatsächlich, es ist am Ende Graf, die eigene Mitspielerin. Torhüterin Elvira Herzog bricht sich das Nasenbein, wird minutenlang behandelt. Ich glaube, für die eine oder andere Schock schon, also weil man sieht man mal eine offene Platzwunde, das ist nichts Schönes mit anzusehen und Elvira ging es auch sichtlich sehr schlecht und auch eine lange Unterbrechung, das muss man auch sagen, dass man dann vielleicht auch ein bisschen den Fokus verliert. Nach 6 Minuten Unterbrechung wird die Partie fortgesetzt. Auch der kommt gefährlich, Kaikchi, da ist das Tor für Freiburg! Plus knapp 6 und Kaikchi nimmt die Einladung an. Sie haben ihr zu viel Raum gelassen. Das Pokal aus ist besiegt. Ja, dann denkst du, scheiße. Ja, tatsächlich. Ja, bitter. Ja, super scheiße. Also es war mega kack. Ich konnte es erst gar nicht fassen, einfach nur Freiburg dann jubeln zu sehen, da vorne zu stehen und
einfach auf die Uhr zu gucken und zu sehen, ja, das Spiel ist gleich vorbei. Und jetzt ist es vorbei. Der SC Freiburg steht im Pokalfinale. Trotzdem ist RB an diesem Tag aufgestiegen. T-Shirts werden verteilt, um mit den Fans zu feiern. Man konnte sich einfach sehr, 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 sehr schwer freuen. Wir haben dann die Shirts bekommen und wir haben dann versucht, irgendwie ja, die Tränen wegzuwischen und dann auch uns darüber zu freuen, auch für die Fans, weil deswegen waren sie auch da und es war auch eine unglaubliche Kulisse. Zweite Liga! Es war ein komplettes Gefühlschaos. Man war auf der einen Seite natürlich glücklich, dass man den Aufstieg jetzt offiziell geschafft hat, aber natürlich hat an dem Tag irgendwie die Enttäuschung überwogen. Der Aufstieg ist geschafft. Hinter den Kulissen werden die Zukunftsplanungen konkretisiert. Wer muss gehen? Wer kommt neu dazu für die erste Liga? Mit Spielführerin Johanna Kaiser würde man gern verlängern. Doch die 27-Jährige hat für sich selbst eine Entscheidung getroffen, die sie erst den Verantwortlichen, dann den Mitspielerinnen, schließlich den Fans mitteilt. Hallo liebe Fans, ich möchte euch was mitteilen. Und zwar werde ich nach dieser Saison jetzt im Sommer die Fußballschuhe an den Nagel hängen, werde meine Karriere beenden. Es hat einfach berufliche Gründe bei mir. Ich schaffe das mit der Doppelbelastung gerade nicht mehr. Grundsätzlich habe ich das schon ein bisschen geahnt, weil man bei Jojo einfach gemerkt hat, dass sie das ein oder andere Training mal ausfallen lassen hat, weil es einen Termin auf Arbeit gab. Aus ihrer Hoffenheimer Zeit kennt Kaiser die Belastungen in der ersten Liga. In der ersten Liga werden wir Montagsspiele haben, werden wir Freitagsspiele haben. Das wird immer schwerer mit der Arbeit. Das ist jetzt schon schwer. Heute früh um 8 Uhr der erste Termin. Jetzt gleich fahre ich zum letzten Termin ab 18 Uhr. Das sind auch für mich persönlich einfach sehr lange Tage. Ich bin auch nicht bereit, irgendwo Kompromisse zu machen. Wenn ich Fußball spiele, dann will ich es richtig machen. Wenn ich arbeite, dann will ich es auch richtig machen. Zu Beginn unserer Dreharbeiten war Johanna noch Studentin. Seit einem Jahr arbeitet sie an der Uni als Dozentin. Und nun ist sie bald Frau Dr. Kaiser. Es dauert noch ein bisschen, bis ich Frau Doktor bin, aber ja, genau, also die Promotion läuft nebenbei. Ich kann jetzt dann ab Sommer, wenn ich mit dem Fußball aufgehört habe, auch meine Therapieausbildung für Kinder und Jugendliche beginnen. Neben dem Fußball irgendwie nochmal eine zweite Leidenschaft irgendwie im Leben zu haben, ist total gut und ist total wichtig. Und ja, es ist total schön, dass ich das jetzt so, also dass kein Loch dadurch entsteht, dass der Fußball wegbricht, sondern dass ich den Fußball einfach durch was anderes ersetzen kann. Das letzte Heimspiel. RB steht inzwischen schon als Meister fest. Heute gibt es die heiß ersehnte Schale. Die Fans sind in Feierlaune. Im Team gibt es allerdings gemischte Gefühle. Für 8 Spielerinnen ist es heute das letzte Spiel in Leipzig. Okay, Mädels, wir hatten in den letzten Wochen immer über einen Film gesprochen. Ja, der uns über die Saison hinweg begleitet hat und dass wir da Kapitel hinzufügen können. Heute kriegen wir das, ja, wofür wir gearbeitet haben. Und davon trennen uns allerdings noch 90 Minuten. Das ist unser letztes Kapitel, bis zur Schale. Da hauen wir nochmal alles raus, holen alles aus uns raus, dass wir die Fans, die heute für euch gekommen sind, ja, begeistern. Nutzt die Möglichkeit für euch, das Spiel zu genießen. Enjoy the moment. Und holt euch die 3 Punkte. Auf geht's! Direkt vor Anpfiff gibt es die Verabschiedungen. Viele bekamen kein neues Vertragsangebot für die erste Liga. Ja, das tut einem natürlich auch leid, einfach so, ne? Weil du die eine menschliche Komponente hast und sagst, ja, okay, ganz neutral und sachlich bewerten musst. Können wir mit der Spielerin in der Bundesliga bestehen? Schafft die den Sprung, wenn wir andere Spielerinnen neu dazu holen? Schafft die das Level? Man denkt, okay, wow, das waren Spielerinnen, die Mannschaft begleitet haben seit der Regionalliga teilweise oder eben auch noch tiefer. Das ist natürlich, nimmst du auch mit, also das hat mich auch beschäftigt, auch davor, danach. Ist natürlich traurig sowas. Das sind ja alles super enge Freunde geworden. Man hat mit denen
mindestens eine Saison zusammengespielt, vielleicht auch schon mehrere Jahre. Das tut ja auch einfach weh, wenn du weißt, dass die Tränen in den Augen haben und dass die nicht gerne gehen wollen oder jemand einfach viele Tränen gesehen. Und ja, das hatte mit Sicherheit auch einen Einfluss auf die Leistung danach. Gegner Gütersloh, an diesem Tag noch mit Aufstiegschancen, dominiert die Partie. Trifft in der ersten Hälfte mehrmals ans Aluminium und geht nach einer guten halben Stunde in Führung. Wenn man die Spiele davor gesehen hat, du merkst einfach, dass mittlerweile die Spannung so ein Stück weit raus ist. Ne? Die Saison war super lang. Leipzig kommt nur selten vors Tor. Komm, jetzt sag mal, wie schnell du bist. Ein vermeintlicher Treffer von Medina Desic wird nicht anerkannt. Wegen Abseits. Also die Frage ist, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Ganze drumherum? Ja, dass, wie gesagt, die Emotionen kommen, heute haben wir gesagt. Oder richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das, was auf dem Platz passiert? Fokus, nächste Aktion denken. Und wenn wir nächste Aktion denken, dann bin ich gar nicht damit beschäftigt, über irgendetwas anderes nachzudenken, sondern ich denke an die nächste Aktion. Ballverlust drauf. 5-Sekunden-Regel, ich hole den Ball zurück. Kein Problem. Mädels, dreht das Spiel. Auf geht's. Okay. Tatsächlich kommt RB nach der Pause besser ins Spiel. 1:1. Der Ausgleich durch Channing Hip nach einer guten Stunde. Doch am Ende sitzt es doch eine Heimniederlage. Durch einen Elfmeter für Gütersloh, der keiner war. Das war kein Elfmeter, das war wirklich 2 Meter entfernt davon. Die ist immer nur gestolpert und das war sehr krass. 1:2 der Endstand. Diesmal kann die Niederlage schneller verdaut werden. Denn jetzt gibt es die Meisterschale. Es darf gefeiert werden. Ausgelassen und emotional. Um ehrlich zu sein, geht mir sehr viel durch den Kopf. Ich bin von Anfang an dabei und es ist schon sehr ein toller Moment, den mit der Mannschaft erleben zu dürfen. Sehr emotional für mich, aber mit der Mannschaft das erleben zu dürfen, ist Wahnsinn, ja. Der große Moment. Die Schale steht bereit. Allerdings nicht lange. Ja, Jojo und ich standen da, wir haben das nur knallen gehört und wir so, scheiße. Es war ganz lustig, weil wir springen wollten und plötzlich sehen wir, wie die Schale darunter fällt. Das war kurzer Schock. Erstmal alle haben geguckt, ob die Schale noch ganz ist. Ja, natürlich schön, weil das dann so der Moment war, an dem man dann auch begreifen konnte, wirklich, weil du was in der Hand hast. So im Sinne von, okay, jetzt passiert es tatsächlich, jetzt ist Realität. RB Leipzig hat es geschafft. Meister mit 12 Punkten Vorsprung. Sehr gut, kalt, nass, riecht nach Bier, aber super. Jetzt wirklich die Früchte zu ernten. Für die ganze Arbeit ist einfach ein unglaubliches Gefühl und ich hätte nicht gedacht, dass die Schale so schwer ist. Ich habe 10-mal Gänsehaut bekommen. Also man kriegt wirklich Gänsehaut und es ist einfach schön, die Früchte endlich zu ernten. Unbeschreiblich, super schön, ja. Das ist eine krasse Entwicklung. Es ist Wahnsinn, wie viele hier sind, wie viel Interesse auch einfach da ist für uns. Es ist einfach cool, dass auch so viele junge Mädels hier sind, die das Interesse haben, dass sie Vorbilder haben in uns, dass sie sehen, das kann der Weg sein, da wollen wir vielleicht auch hin und dafür will ich arbeiten. Das ist großartig und darüber freuen wir uns sehr. Mega Boom. Also ich kann nur mich bei jedem bedanken, der hier heute auch mit dabei war. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, RB Leipzig wird in den nächsten Jahren da immer mehr Zuwachs bekommen und wir können echt stolz auf unsere Fans sein. Eine Woche später. In der ausverkauften RB-Arena.
Vor dem Schalke-Spiel der Männer dürfen die Frauen ihre Schale präsentieren. Vor den ganzen Fans, vor einem Spiel, wo halt eben viele uns zuschauen. Das ist natürlich eine super Ehre und da sieht man halt auch, dass dem Verein das viel bedeutet, dass wir das erreicht haben, dass die sich darüber freuen und das eben auch wertschätzen. Eine großartige Saison geht zu Ende. Zweite Liga war schön! Zweite Liga war schön! Die erste Liga kann kommen für ein starkes Team.